Also ich bin seit 87 dabei bei der Betreuung. Da war mein Vorgänger noch aktiv, Frau Strath-Pöllmann. Und offiziell habe ich die Krippe 95 übernommen. Also die Figuren sind grundsätzlich aus Lindenholz, Köpfe, Beine, Hände und so weiter, was man sieht, geschnitzt. Und die Körper, die sind ganz grob aus Holz und wurden dann durch Werk, Papier, Stoffe, Bänder und so weiter anatomisch geformt. Und dann eben mit der richtigen Begleitung überzogen. Die Dreikönigsszene hier, 1704 erst einmal aufgestellt. Dann sind im Laufe der Jahrzehnte immer weitere Szenen dazugekommen oder eben auch Einzelfiguren. Zum Beispiel hier sind 30 Figuren drin, die drei Könige selber und die Heilige Familie waren die ersten von 1704. Die Schwestern wollten auf jeden Fall ihre Krippe ständig aktuell haben und erweitern, je nachdem, was es für Ereignisse gab. Oder ja, die haben hier viel geschnitzt und vor allem viele Paramente gemacht. Und die Kleider und so weiter sind hier jetzt natürlich hauptsächlich Abfallstoffe, die aus der Paramenta-Stube kamen. Das Kloster Gutenzell ist 1238 offiziell entstanden. 1237 haben schon zwei Edelfräulein aus dem Geschlecht der Schlüsselberger eine Gebetsgemeinschaft gegründet. Dann also 1238 hat Abt Eberhard aus Salem diese Gemeinschaft in den Zisterzienserorden aufgenommen. Das heißt, es waren Zisterzienserinnen hier im Kloster. Der heutige Stil, das Barocke, das wurde 1755, 56 erneuert. Da war quasi der Dominikus Zimmermann maßgeblich am Aussehen dieses Barockstils von Gutenzell beteiligt, weil seine Tochter Alexandra, die war Nonne hier, 1737 ist die eingetreten und die müssen ja dann Eintrittsgeld zahlen und Dominikus Zimmermann hat versprochen, er erneuert die Kirche. Seine Preisvorstellungen waren allerdings utopisch und das wollten die Schwestern nicht. Und irgendwann bei der Profess hat er dann die 2000 Gulden, glaube ich, nachgezahlt und hat aber gemeint, er möchte doch noch sein Versprechen irgendwie einlösen. Und er war dann quasi im Hintergrund beteiligt an der Barockisierung. Zum Beispiel der Altar wurde von ihm fertiggestellt, die Kanzel. Ja, und die Schwestern, die haben hier durchgängig gewohnt. Grundsätzlich gab es 25 Zellen für Konventfrauen und dann noch einen Schlafsaal für weitere 20, 30 Laienschwestern. Sicher gab es auch viele Knechte und Mägde noch, die wirklich die Feldarbeit gemacht haben. Aber im Kloster selber gab es auch viel Arbeit neben dem Gebet. Da wurde sehr viel an Antipendien gemacht, Stickereien, Messgewänder, Ornate für Ochsenhausen zum Beispiel, für andere Klöster auch. Wir haben noch einen Schrank oben im Archiv mit sehr schönen Messgewändern, die auch hier natürlich verwendet wurden, von den Nonnen selber gestickt und genäht. Die Abfallstoffe zum Beispiel, die es bei der Schneiderei in der Werkstatt gab, das wurde alles verwendet, auch für die Krippenfiguren. Wenn man zum Beispiel diese Engel hier anschaut, die sind ja prächtig gestaltet. Oder wenn man den Mantel hier anschaut mit dem blauen Rock, der Mantel, der ist zusammengesetzt aus lauter kleinen Seidenecken, dreieckige Stückchen hat man da geschnippelt und den als Patchworkmantel dann gestaltet. Original aus der Barockzeit.
Ja, das Geschehen Kribben geht ja auf den heiligen Franziskus zurück, der in der Nähe von Rom, Greccio, den Weihnachtsgottesdienst mit lebenden Figuren und Tieren gefeiert hat. Und ja, zu uns in den nördlichen Bereich der Alpen kamen die Krippen vor allem mit den Jesuiten. Die haben hier missioniert und eben das Heilsgeschehen mit Hilfe von Bildern den Leuten gezeigt. Weil mit Lesen war ja noch nicht viel los. Und so sind diese Jesuitenkrippen entstanden. Die erste, glaube ich, in Prag, dann in München, in Wien, in Innsbruck, in Augsburg, Regensburg und in Mindelheim. Und wichtig für unsere Krippe ist Mindelheim, weil 1696 eine Tochter, Brauerstochter, die Regina Hochwind, nach Gutenzell ins Kloster kam. Und die wurde 1696 hier schon Äbtissin. Und sie hat dann, so wie ihre Vorgängerinnen, eben auch in der Ausgestaltung der Kirche weitergemacht. Und die Schnitzer, die hier waren, die hat sie dann eben 1704 beauftragt, Krippenfiguren zu schnitzen. Weil sie wollte auch, wie sie es kannte, aus Mindelheim eine schöne Krippe hier haben. Und ja, und die Klosterfrauen haben die Figuren dann prächtig eingekleidet. Und zwar war das die Dreikönigsszene, Anbetung der Könige. Und die wurde hier in der Kirche als erstes aufgestellt, erstmal 1704. Dann etwa ab 1750, schon neue Zeit, Rokoko-Zeit, hat man die Hochzeit zu Kana gestaltet. Die Figuren sind dann schon in diesem Stil auch eingekleidet worden, so wie es eben damals üblich war bei adligen Leuten, wenn es mal zur Hochzeit gegangen ist. Und so hat man diese Figuren auch gestaltet. Im Laufe von circa 100 Jahren wurde die Krippe immer weiter ausgebaut. Und zwar 1740 etwa sind diese wunderschönen Läuferengel entstanden, die hier im Hintergrund sind. Wenn die Könige zur Anbetung kommen mit großem Gefolge, dann braucht natürlich der neugeborene König, das Jesulein, auch ein Gefolge. Und es muss prächtiger sein. Also haben die Schwestern diese wunderschönen Barockengel gestaltet. Und dann wurden natürlich immer wieder auch Einzelfiguren hergestellt und in die Krippe integriert. Da kam dann eben die Meinung auf, dass man diese barocke Pracht nicht mehr aufstellen und zeigen soll. Das war verpönt zwischenzeitlich, weil es eben auch Stilblüten getrieben hat mit Theatervorführungen und so weiter. Und da waren die Krippenfiguren dann wichtiger als das eigentliche Heilsgeschehen, die Weihnachtsbotschaft. Dann gab es in Österreich ein erstes Krippenverbot. Und in Gutenzell haben die Schwestern aber weiterhin ihre Krippe aufgestellt. Und zwar bis 1826. Und dann kam aus Rottenburg vom bischöflichen Generalvikariat ein endgültiges Krippenverbot für Gutenzell und Umgebung. Darin heißt es so ungefähr, diese buntscheckigen Figuren dürfen künftig nicht mehr aufgestellt werden, weil die Dorfjugend in der Weihnachtszeit dann ausläuft, um die Krippen anzuschauen und zu Hause die Christenlehre verpasst. Das war jetzt also das Ende der Gutenzeller Krippe. Die Schwestern, die noch gelebt haben, die haben dann die Figuren verpackt und in einem Fehlboden in der Empore oben im Seitenschiff quasi versteckt, Bretter gehoben, reingelegt und Bretter wieder drauf. Ja, dann wurde das Kloster 1864 abgerissen. Der Bauschutt wurde nicht säuberlich entfernt und dann hat ein Pfarrer kurz vor 1900 in diesem Seitenschiff noch aufgeräumt und hat diese Krippe dann wiederentdeckt. Man musste dann quasi nur die Köpfe draufstecken auf die Figuren und dann konnte man sie wieder aufstellen, die Krippe.
Das wurde auch gemacht, dann bis zum Zweiten Weltkrieg etwa. Dann kam der gesamte Figurenbestand 1950 nach Stuttgart ins Landesmuseum, weil doch alles restaurierungsbedürftig war. Und dort, damals wurde dann auch beschlossen, dass man künftig die Szenen gleichzeitig aufstellen möchte. Und so kamen die einzelnen Szenen restauriert aus Stuttgart zurück, zwischen den 50er und 60er Jahren dann. Und man hat die Figuren und die Krippenszenen dann hier unterm Seitenschiff aufgebaut. Und es war dann ein wunderschönes Krippenerlebnis, wenn man da reingegangen ist, dunkel, und dann kam Licht und man hat diese schöne Barockpracht erlebt. Ja, die Köpfe sind so alt, wie eben die Figuren sind, im Laufe von 100 Jahren entstanden. Beziehungsweise eine Szene habe ich noch vergessen, das ist der Kindermord. Der wurde aus Stuttgart unbegleitet zurückgeschickt mit dem Hinweis, man solle diese Szene nicht mehr aufstellen, weil sie nicht barock sei. Das ist auch der Fall gewesen. Die ist erst nach der Säkularisation entstanden. Aber wir haben dann 1991 beschlossen, dass wir den Kindermord wieder aufstellen. Da waren aber noch barocke Köpfe vorhanden und die wurden jetzt eben dort verwendet. Circa 80% der Figuren sind original. Also hier zum Beispiel alle Figuren in Drei Königsszenen, sind alles Originalfiguren. Die Heilige Familie, eigentlich das Wichtigste der Krippe, war beim Auffinden der Krippe nicht mehr vorhanden. Die Figuren, die sind verloren gegangen, waren einfach kaputt, weil man nach dem Krippenverbot nur noch die Heilige Familie aufstellen durfte. Die war logischerweise dann irgendwann weg. Und so hat man eben jetzt Köpfe aus der Barockzeit und von anderen Figuren auch verwendet, das Gestell, den Körper, um Maria und Josef zu gestalten. Auch das Jesulein gab es nicht mehr, bis auf das eine im Tempel, das ist noch original. Und alle anderen Jesulein sind neu quasi. Zum Beispiel das Jesulein in der Hirtenszene, das wurde von einem bayerischen Schnitzer um 1965 geschnitzt. Also ich bin mit Begeisterung hier in das Krippengeschehen eingestiegen. Man hat vom Kirchengemeinderat aus einen Nachfolger gesucht, weil der Herr Pöllmann, der war zwischenzeitlich alt. Er stand dann nur noch hier draußen, hat gesagt, ich durfte drinnen rumklettern und die Figuren richtig platzieren. Und ich war mal Schreiner und mich hat das Restaurieren dann auch interessiert. Und so haben wir zwischen 1990 und 2000 etwa die Krippe weitgehend in Eigenregie restauriert. Ich habe einiges geschnitzt. Meine Frau hat die Kleider gesäubert und so weiter. Und es ist eigentlich ein riesiger Zeitaufwand, den man da reinstecken muss. Aber ich würde gerne noch mehr Zeit da verbringen. Es ist eine Wahnsinnsfreude, mit diesen Figuren zu werkeln und zu arbeiten. Wir sind sehr stolz auf unsere Krippe und versuchen, die möglichst lange zu erhalten.